So, meine Lieben, wir haben hier in dieser wunderschönen Gegend bei Orangenplantagen und Avocado-Plantagen haben wir in Oba, also nahe zu Alanya Zentrum, da vorne ist die Burg, haben wir eine wunderschöne Riesenvilla. Wie viel Quadratmeter Grund hast du es im Kopf? 650. 650 Quadratmeter Grund und die Villa hat Wohnfläche etwa? Ungefähr 300. 300 Quadratmeter Wohnfläche mit 4 Bädern. Und jetzt filmen wir erstmal innen und dann schauen wir uns mal alles außen an. Eine wunderschöne Villa. Also ihr seht schon, es ist top modern, wunderschön gepflegt alles, beste Qualität. Wie ihr seht, wie fast schon in Germany und der Preis ist auch sehr günstig sogar, 279.000 Euro, weil nämlich, warum günstig? Boah, also es zieht hier sehr schön, also man braucht hier fast schon keine Klimaanlage, es zieht hier schön durch. Und das ist eine riesen Küche, schaut euch mal das an. Der Preis ist wirklich super, denn wir haben, wie viele Zimmer waren das hier nochmal? Wie viele Zimmer? 4 Schlafzimmer. 4 Schlafzimmer und dieses riesen Wohnzimmer. Jetzt passt auf, jetzt kommt das Besondere. Hier ist die Veranda und das filmen wir später. Hier haben wir das Hauptwohnzimmer. Hier sieht man auch, dass wir wirklich 300 Quadratmeter haben, denn es ist riesengroß. Ist alles mit dabei im Preis? Alles. Alles ist dabei, also es ist wirklich sehr preiswert, muss ich sagen, für die Lage auch. Ja. Warum die Lage? Weil wir sind in Oba. Ja. Oba ist gleich nahe Zentrum, nahe Migros. Schaut euch diese Riesenküche an, Leute. Das ist wirklich der Hammer. Ja. Siemens Kühlschrank und Siemens Keramfeld. Das ist nicht Erstbezug, aber wie ihr seht, in einer super Qualität, super Zustand. Also wirklich, das ist, eigentlich wäre das meine Villa. Ne? Warum schickt mir keiner mal schnell eine 1 Million Euro? Habt ihr nicht das übrig, Mensch? Hier ist die Garderobenbereich, dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Ihr seht schon, die Schränke sind extra eingepasst, extra angefertigt worden. Man kann hier nicht reinschauen von außen, vielleicht habt ihr es gerade gemerkt, aber wir filmen das ja nochmal. Also top, wirklich, Klimaanlage sind alle dabei. Wie gesagt, alles ist dabei im Preis und jetzt schaut euch mal das Bad an. Schaut euch mal das Bad an. Also ich denke, dass ich hier schon Leute habe, die das super finden werden. Dann geht man hier so rein und kann dann hier duschen mit extra auf der Rückseite Massageduschbereichen und tja, Leute, soll mal einer sagen, Geld macht nicht glücklich. So, und nun schauen wir uns mal den oberen Bereich an. Garten und so weiter schauen wir uns in ein paar Minuten an. So, nun gehen wir mal rauf. Also sehr, sehr gut gebaut, wirklich, und alles neu gestrichen, komplett renoviert. Boah, das ist ja sehr interessant. Mal was anderes, nicht immer das Gleiche. So, hier haben wir nochmal ein Schlafzimmer. Nochmal so ein Schrank, extra angefertigt bis zur Decke hoch. Und hier haben wir den eigenen Pool. Das filmen wir gleich. Und das hier ist die Gegend. An manchen Stellen dürfen sie nicht bauen, aber hier ist nochmal eine Villa. Und wir haben hier auch Solarwarmwasseranlage, also hier nochmal das Bett, also alles ist dabei im Preis, wie gesagt. Dann haben wir hier nochmal ein Bad. Sehr schön, wirklich. Viel Ablagestellen, viel Ablagefläche. Gefällt mir, gefällt mir.
Dann hier nochmal ein Schlafzimmer. Diese Villa ist jetzt renoviert und ihr braucht hier gar nichts mehr machen. Ihr könnt einziehen und fertig. Das hier ist halt ein Riesenraum, wo man auch noch meinetwegen zwei Zimmer noch machen könnte, wenn man möchte. Also ihr seht, ein Riesenraum und ihr wohnt direkt neben der Orangenplantage. Diese Scheiben kann man aufschieben und wie ihr seht, hat man das alles schon vorbereitet. Also ihr müsst hier nichts mehr machen und das kann man komplett hier komplett aufmachen. Man hat etwas Meerblick und Bergblick. Also man muss da wirklich überlegen, was man hier aus diesem Bereich macht. Ja, wie ihr seht, haben wir auch Zitronen- und Orangenbäume im Garten. Ja, dann haben wir noch diesen Bereich. Also wer Geld hat, Leute, das ist ja nicht so teuer. Ja? Wer Geld hat, soll hier zulangen. Also ihr habt hier noch viele Bereiche, die noch zu machen sind, wo man was draus machen kann. Das ist auch alles euer Bereich. So, jetzt schauen wir uns noch den oberen Bereich an. Hier zusammensitzen und über alles Mögliche quatschen, das wäre geil. So, jetzt gehen wir noch rauf. Sehr robust, merke ich beim Steigen. Tja, und dann haben wir hier nochmal ein Schlafzimmer. Und hier die Aussicht von diesem Zimmer. Wunderschön, wunderschön. Wunderschön. Ob hier mal zugebaut werden wird, das denke ich erstmal nicht, denn es gibt weiter vorne noch Grundstück, wo man nutzen könnte. Das hier ist die Aussicht hier. Und wie ihr seht, sehr schön, viel Platz, weiträumig. Und hier sind vor euch sind Villas, also diese Aussicht kann nicht zugemacht werden, denn hier sind schon Villas gebaut. Also höher geht es nicht. Und da hinten, wie gesagt, die Halbinsel und das Meer. Also meine Lieben, ihr seht die 300 Quadratmeter. Schon allein an diesem Zimmer, das ist ja nicht nur ein Schlafzimmer, das ist ja fast schon mit einem Wohnzimmer mit dabei. Und top. Auch die Steinfliesen, die Bodenfliesen sind sehr schön. Und ihr seht hier an den Kanten, es ist wirklich alles gut gemacht, sauber gemacht. Nicht irgendwas brüchig oder so. Alles top. Und indem man hier ein paar Fenster aufmacht, kann es auch im Sommer schön durchziehen und man hat keine Hitze. Wirklich top. So, meine Lieben, jetzt filmen wir mal draußen, aber ich habe vergessen, euch zu erwähnen, dass das spezial Fensterscheiben sind, denn sie heizen sich nicht auf, also die Sonne scheint direkt da drauf. Und man kann hier auch nicht reinschauen. Ja? Das zeige ich euch gleich mal. Also wie ihr seht, ihr müsst hier nichts mehr machen. Ja? Und alles wirklich sauber renoviert. Ordentlich gemacht. Top, wirklich top. Und das ist ideal für Leute, die auch selber noch etwas machen wollen. Ja? Zum Beispiel oben habt ihr es ja gesehen. Oben hat man noch extra Bereiche gehabt. Hier könnt ihr anpflanzen, was ihr wollt. Das ist alles euer Grundstück. Ja? Das ist euer Grundstück. Das Grundbuch ist dann auf euch. So, und jetzt kommen wir zum Speziellen. Also ihr seht, hier hockt ihr im Wohnzimmer und könnt selber zum eigenen Pool schauen. Und die Fenster, alles beste Qualität. Und ihr seht schon, der rollt schon von selber. Also und hier seht ihr auch, man kann nicht reinschauen.
Es ist leicht verspiegelt. Das ist auch mit den Küchenfenstern so. Hier haben wir eure Veranda. Also hier haben wir die Veranda und hier vorne haben wir auch noch Platz. So, meine Lieben, also wer Lust hat, meldet sich. Das ist ein Top-Objekt, eines meiner schönsten Objekte. Das ist euer eigener Pool, also das ist alles euer Bereich hier. Okay? Das ist alles euer Bereich. Wunderschön. Schaut euch das an. Sowas, was es in Germany kosten wird. Hä? So, und hier haben wir dann die Aussicht zu den anderen Villas und zur Orangenplantage. Also das kann hier nicht zugebaut werden. Am liebsten würde ich jetzt schon reinhüpfen. Schaut euch den Verandabereich an. Hammer. Okay, also so viel mal von mir. Ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wunderschönes Objekt zeigen. Der Preis ist super, Leute. Es gibt ja auch Eigentumswohnungen, die kosten so viel. Ne? Und hier habt ihr eine Mega-Villa mit viel, viel Platz. So, so viel von mir. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Der Preis ist mit allem nicht vergessen. Das ist alles mit dabei. Tschüssi.